Oh mein Gott! Holy moly, Leute! Ja! Es ist da! Es ist da! Es war einmal ein unglaubliches Geheimnis in Roblox Stores, Freunde! Und die, die hier gerade sitzen, guckte sein Gesicht an. Digga! Es gibt in Roblox Stores eine Secret-Tür, die ein Secret-Chapter öffnet mit unglaublich vielen Türen und ganz neuen Monstern. Und das ist kein Witz, was ich erzähle. Also, Folgendes müssen wir dafür tun. Wir müssen uns bis zum Händler Stufe 50 vorarbeiten und dürfen natürlich nicht RIP gehen. Wir brauchen zwei Dietriche und wir brauchen den Skeleton Key von dem Händler, um eine geheime Tür zu öffnen, die drei Schlösser hat. Freunde, und wenn wir da reinkommen, kommen wir in eine neue Dimension von Roblox Stores. Und deswegen sind wir heute hier. Und deswegen seid ihr heute hier. Und deswegen lasst jetzt ein Like da. Viel Spaß. Ich gehe rein mit dem Squad. Und falls ihr auch mal mitzocken wollt, Discord ist in der Videobeschreibung. Dann ab mit euch auf den Server. Und bis demnächst. Wir gehen rein. Alright, da sind wir auch schon. Freunde, es wird heute richtig extrem. Jungs. Ja. Er klingelt hier erstmal. Seid ihr bereit? Aha, aha, ihr seid beide bereit? Okay, dann gehen wir mal rein. Und denkt dran, wir müssen auf alles achten. Wir brauchen gut ein paar Moneten auf jeden Fall auf der Kralle. Und es ist nicht easy. Ich würde sagen, Diggi, du mit der Brille, du heißt Glass. Digga, und du bist Mask. Glass und Mask. Habt ihr mich verstanden? Perfekt. Gut, mit dem Namen werde ich euch anreden. Und wir gehen jetzt mal straight durch. Ich würde sagen, wir lassen uns auch nicht so viel Zeit. Einmal Dick ablooten, alles was geht. Wir müssen jetzt bis Stage 60 kommen, Leute. Es gibt noch einen geheimen Schalter, den wir dafür aktivieren müssen. Das heißt, wir haben noch eine ganze Menge vor. Schlüssel habe ich, Jungs, kein Problem. Und diesen Schalter aktivieren wir und müssen dann wieder zurückgehen. Ich sag euch, es ist einfach geisteskrank, was getan werden muss und was überhaupt passiert. Hinten ist noch ein Room. Lass uns den mitnehmen, Männer. Einmal checken. Oh Gott. Oh yeah, Digga, Kohle. Nice. Da war noch eine kleine Schatztruhe. Mit dem neuen Update hat sich hier in Roblox Stores einiges verändert. Wir werden auf den Grund gehen. Ihr wisst, wie es ist. Dr. Denno, Geheimnismann, ist da. Ich weiß, also der Name ist komisch, aber er habe ich mir auch gerade ausgedacht, aber passt schon. Nicht einfach wahllos alles nehmen. Denkt dran, dass der Glass auf jeden Fall noch Stuff braucht, ne? Also Glass muss auf jeden Fall noch ein bisschen irgendwie Feuerzeug oder sowas haben. Also wenn wir was finden. Glass, du kannst am besten selber viel looten. Ich glaube, ich finde nämlich kein Feuerzeug mehr, Bro, weil ich schon alles habe. Hier ist eine Kerze, Brudi. Glass, nimm dir die Kerze mit. Aber nicht benutzen. Digi. Okay, Leute. Diese Tür hier. Ah, Glass, komm mal her. Junge, komm. Such mal den Schrank ab. Digi, da oben. Ganz oben ist Big Stuff immer drin. Perfekt, Digga, Feuerzeug. Auf entspannt. So, Glass hat auf jeden Fall ist auch gut Loot. Das ist sehr nice. Schlüssel habe ich. Wir gehen weiter. Wir verlieren nicht viel Zeit. 50 Gold haben wir jetzt am Start. Wir brauchen 250 für den Skeleton Key. Plus wir müssen zwei Dietriche Minimum haben. Die Jungs haben auch noch welche mit. Beziehungsweise Mask-Leute. Er hat auch Dietriche in der Hand. Man sieht's. Wir können also auch ein paar Dietriche... Oh, oh! Ab in die Schränke, Leute! Ambush kommt. Oder? Nee, ich glaube... Schnell in den Schrank, Digga. Alright. So, das haben wir auf jeden Fall schon mal überlebt. Bis Stage 50 wird's schon sehr, sehr eklig. Aber ja, Leute. Oh, wir haben gut Gold bekommen. 200 direkt. Das war sehr worth, jetzt hier reinzugehen, ne? Uff, Leute. Guck mal, wenn man einmal gut lootet, Digga, Schmatzerbasis. Auf entspannt. Wir müssen auch die Kohle erstmal zusammenkriegen. Und dann werden wir uns bei den Stages extrem schnell durcharbeiten. Okay, was haben wir hier noch so? Ah ja, da ist noch mehr Loot, oder? Perfekt, die 250 haben wir, Leute. 260 haben wir jetzt sogar am Start. Extrem nice. Und da war nochmal ordentlich Kohle drin. Digga, der Run könnte aber extrem, ey. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, Gudi, wir gehen weiter, Jungs. Okay, okay. Wir müssen zwischendurch mal so einen kleinen Team-Checkup machen. Kurze Info, der Room soll ungefähr so aussehen wie der hier bei Stage 60. Und das Loch in der Wand ist vermutlich zwischen solchen Schränken, wenn wir einen Schalter aktiviert haben, okay? Wir gehen weiter. Wir haben noch 45 Stufen vor uns. Okay. Weiter geht's. Wir gehen hier, denke ich mal, auf ganz schneller Basis durch. Okay, warte mal. Wir sind gerade Stage 17 gelaufen, ne? Das heißt, Stage 18 gehen wir rein. Perfekt. Guti, weiter geht's. Nur Kohle mitnehmen.
Gefällt mir sehr gut, Leute. Wir sind also money-technisch sind wir extrem gut auf. Oh, oh. Wir laufen einfach durch. Einmal auf ganz entspannt durchlaufen. Das ist ein easy Ding. Hier ist noch mehr Geld. 25 Tacken. Da liegt noch mehr. Alright. Oh, ich habe das gar nicht mitgenommen. Schade. Mal diesen Schrank hier. Perfekt. Wir gehen weiter. Ey, Leute, schreibt in die Kommentare Hashtags. Oh, oh. Welche Tür war die richtige? Da steht nichts mehr dran, Bro. Der Ghost zerkratzt es an der Tür. Der Ghost zerkratzt es. Okay, Moment. Oh, Digga, stark. Kein Licht flackern. Nochmal. Tür 23 ist es dieses Mal. Oh, oh. Lauft, lauft, lauft. Nicht zu früh in den Schrank gehen. Nicht zu früh in den Schrank gehen. Rein! Perfekt. So. Wo ist mein Feuerzeug? Alright. Digga, hier ist was abgefallen, ne? Oha. Es wurde eine neue Tür geöffnet. Alright, wir sind wieder durch. Sehr, sehr geil, Leute. Rein hier. Hier ist auch meistens immer Big Loot, gerade wegen dem Ding hier oben. Tabletten. Nicht immer alles zu schnell nehmen, ne? Auch mal an die Mates denken und so. Immer erstmal gucken. Also wir klauen hier nichts. Wir verteilen das halt einigermaßen fair. Komm, gehen weiter. So, ich habe auf jeden Fall auch noch ein paar Pills. Oh nein, habe ich... Hast du die Tabletten gekriegt, Mask? Hast du die Tabletten gekriegt? Perfekt. Ich nehme ich auch. Digga, wir können die gemeinsam looten. Dann kriegt jeder von uns eine. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Okay. Goodie. Ich würde mal sagen, oh, wir haben hier zwei verschlossene Türen. Ist es die 26? Warte mal, welchen Schlüssel hast du da? Zeig mal. Lass mal gucken. Du hast den 26er Key. Das wäre der hier. Ich weiß halt nur nicht, ob der true ist, ne? Er macht die Tür auf. Jawohl. Oh, oh. Es hat geflackert. Hier ist doch irgendwas. Oder? Leute, es hat geflackert. Okay, komisch. Wir gehen weiter. Boah, ich könnte schwören, da war was. Leute, Hashtag flackern in die Kommentare, wenn ihr also auch schwören könntet, dass da was gewesen ist. Wir haben die Hälfte, by the way, geschafft. Sehr gut. So, ich habe den Schlüssel direkt hier auf dem Bett gefunden. Alright, dann würde ich sagen, mache ich auf. Welcher Schlüssel ist es? Ist das der 32er? Guck mich einmal an. Perfekt. Okay, wir gehen weiter. So, Leute. Nächster Room. Oh, oh. In die Schränke. Geht los. Okay, ich mach Taschenlampe an, Jungs. Let's go. Da könnt ihr euch ein bisschen Feuer sparen. So, sind wieder durch. Weiter geht's. Jetzt müssen wir wieder so ein Schalt... Stopp, stopp, stopp. Bei Level 60 kommt hier so ein Keller. In den müssen wir rein. Wir müssen so einen Schalter aktivieren und dann praktisch wieder zurückgehen. Das ist der Way to go. Nur zur Info. Wir haben also noch ein bisschen was vor uns. Wenn ihr... Ah, Schalter wird aktiviert. Perfekt. Nicht das Feuer verbrauchen, Bro. Hier ist alles noch hell. Spar dir das gut auf. Weil du wirst von Screech sonst verfolgen. So, weiter geht's. Wir sind... Oh. Ah, jetzt geht's los, Leute. Flackert mir manchmal noch ein bisschen zu doll. Okay. Stage 38. Was ist das? Digga, was ist das? Oh, oh. Das ist nicht gut. Okay, alles klar. Boah, Leute, man weiß immer nie, ne? Aber wir werden jetzt die Chase-Sequenz haben.
Sie wird extrem. So, dann wollen wir mal. Alright. Are you ready, guys? Wir sliden direkt rein. So. Und wir gehen direkt durch. Profi, Leute. Profi-Modus. Komm schon! Rein da durch die Tür. Rechts, rechts, rechts. Erste Tür rechts. Zweite Tür geradeaus. Oh Gott. Links, links, links. Alright. Alright, Leute. Wir sind kurz vor Level 60. Ich kann es fühlen. Ich kann es fühlen. Wir sind fast da. Okay, die Jungs haben es überlebt. Ah, guck mal, ne? Clean Squad auf jeden Fall. Und wir müssen zur Tür 46 rein. Guti. Wollen wir mal. Es geht hier rechts. Ah, es ist, glaube ich, ein ziemlich... Nee. Wow! Oh! Wow! Oh! Alter Schwede, Leute. Was war das denn gerade? Boah, Leute. Das war auf jeden Fall nicht cool, Mann. Habt ihr das auch gesehen? Digga, zu wild. Okay, lass die Bilder schnell umtauschen. Wir gehen hier irgendetwas ganz Geisteskranken auf die Spur. Und man merkt richtig, dass wir weggehalten werden. Wir werden richtig weggehalten von dieser Macht, die hier ist, mit allen Mitteln. Aber ich sage euch, wie es ist. Wir können nicht aufgehalten werden. Ich habe hier die besten Männer zusammengetrommelt. Und mich natürlich. Und dementsprechend muss es jetzt was werden. Wir haben jetzt auf jeden Fall gleich mit Finger zu tun. Das ist der andere unbequeme Dude. Okay, hier liegt nichts mehr. Wir gehen rein, Jungs. Wer will von euch alleine gehen? Der stellt sich jetzt direkt neben die Tür an Bücherregal. Keiner. Okay, okay. Wir machen das so. Ihr beide zusammen. Als Squad. Funktioniert. Ich gebe euch den Bereich unten. Ich sneak mich rechts gleich rum und versuche nach oben zu kommen, um die Bücher schnell zu kriegen. Ihr gettet den Plan, holt euch unten die Bücher und dann treffen wir uns oben vor der Tür. Alright, wir gehen rein. Oh, Digga, das wird extrem wild, Leute. Da ist er auch schon. Ihn müssen wir noch aufhalten und dann sind wir ganz nah dran. Alright. Jungs, gut aufteilen. Denkt dran. Oh, oh, unten bleiben. Not good, not good. Der ist ziemlich sauer gewesen gerade. Okay. Er kann uns halt hören, ne? Das ist das Problem. Ich habe hier auch noch ein Buch. Ich mache die rechte Seite, Jungs. Okay, Finger ist jetzt oben. Nur zur Info, ihr könnt euch frei bewegen. Auf der rechten Seite weiter hinten ist auch noch ein Buch. So, wir haben den dritten Code bekommen. Er ist an die Tür gerade rangegangen. Warum? Okay, Finger ist unten. Neues Buch. Oben ist noch eins. Alright, wir haben eine ganze Menge Bücher bekommen. Okay, lass mal sehen. Lass mal in den Plan reingucken. Bloß nicht das Ding tackern. Alles klar, Leute. Also, wir haben hier die 0. Wir haben die 7. 0, 7, 0. 0, 7, 0, 6. 0, 7, 0, 6, 0. Was? 0, 7, 0, 6, 0. Okay, ich gebe ein. 0, 7, 0. 6-0. Jawohl! Das ist es! Wir sind durch! Wo ist der andere? Wir müssen noch auf unseren Kollegen warten. Nein! Nein! Finger hat ihn umgelegt! Oh Gott, der ist todessauer, Leute. Verdammt, Mann, wir haben ihn verloren! Das kann nicht wahr sein! Hashtag Pan! Hashtag Glass in die Kommentare, Leute, und ein F noch. Oh Gott. Herr Leute, was sollen wir machen? Wir müssen weiterarbeiten. Was ist das? Ein Kruzifix? Okay, ich nehme den Skeleton Key mit und das Kruzifix. Ich weiß nur nicht, wofür ist es? Wofür ist es, Leute? Hä? Keine Ahnung. Aber gut, wir haben jetzt das Kreuz dabei. Ich weiß noch nicht, wofür es ist.
Ich kann es euch nicht sagen. Okay, wir müssen auf der Mission bleiben. Tür 53. Oh, oh. Es flackert. Was ist hier los, Leute? Irgendwas ganz Mystisches passiert hier. Alright. Es flackert noch mehr. Die wollen nicht, dass wir weitergehen. Oh! Alright. Das war sehr knapp. Bist du da, Bro? Wo bist du? Perfekt. Komm, wir gehen. Oh, oh. Tür 57. Freunde, bald. Seht ihr das? Was ist das denn? Junge, was ist hier passiert? Oh, oh. Das könnte der Room sein, möglicherweise. Oder? Ruhig. Oh, oh. Müssen uns beeilen. Ja, ich glaube, das ist er. Das ist der Room, Leute. Das ist der Room. Nimm dir die Kerze mit, Bro. Okay. Im nächsten Room soll sich ein Schalter befinden. Und dann gibt es hier ein Loch in dieser Wand. Alright, seid ihr bereit für das Mega-Secret? Da! Genauso wie ich es prophezeit habe, der Keller. Brudi, du gehst andere Seite. Wir teilen uns auf, bis wir den Schalter gefunden haben. Okay, Mann, das wird jetzt wirklich, wirklich spannend. Boah, Digga, ich halte es nicht aus. Das kann nicht sein. Hä? Mein Feuer ist aus. Alright. Taschenlampe. Wir haben genug, Leute. Genug Materialien. Wir gucken weiter. Ich sehe hier in dem Keller leider nichts. Ich habe den Schalter, Bro. Ich habe den Schalter gefunden. Haben wir das Secret freigeschaltet? Ich weiß es nicht. Wir treffen uns oben, Bro. Komm schon, komm schon, komm schon. Mach die... Ja. Komm, mach die Tür auf. Wir können theoretisch in den nächsten Room. Aber das machen wir nicht. Wir gehen zurück. Und da ist das Loch in der Wand. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Nein. Niemals. Bosse. Oh mein Gott. Holy moly, Leute. Ja. Es ist da. Es ist da. Ja. Was? Das ist der Secret Room. Dietrich, Bruder, ich gebe dir die Ehre, du darfst den ersten machen. Nummer 2. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich öffne ihn. Oh mein Gott. Wo geht's hier hin? Nein, Leute, let's go. Bruder, beweg deinen Hintern rein. Nach dir. Es geht los! Oh mein Gott! Herzlich willkommen in den Rooms. Freunde, das war's mit einem geisteskranken Video. Und falls ihr es nicht erwarten könnt, wie wir die Reise fortsetzen, lasst ein Like da und schallert ein Abo raus, damit ihr das Video nicht verpasst. Dickes Küsschen, Denno, out!